verbringen Sie mit uns einen gemütlichen Nachmittag und Abend im sommerlichen Ambiente des Stromes der Donau. Entspannen Sie sich, Sie werden Spannendes erleben. Lassen Sie sich verzaubern. Bekannter Club zur Pflege und Förderung der Magie, international bekannt unter dem Namen Die Magische Zehn, seinen 35. Geburtstag. Wir wünschen Ihnen nun einen zauberhaften Nachmittag und Abend an Bord. Sitzen bleiben, um Gottes Willen nicht aufstehen, denn sonst könnte es an Bord zum Chaos kommen und alle Herrschaften, die links sind, würden plötzlich rechts im Wege sein und alle Leute von rechts würden plötzlich links nicht wissen, was sie tun sollen. Daher bitten wir Sie, nicht aufzustehen, sondern sitzen zu bleiben. Guten Appetit. Versiegelt, ich darf Ihnen das feierlich überreichen. Moment, das gehört aber noch nicht Ihnen. Sie haben nur die Chance, im Zuge dieses Quiz, den wir jetzt mit Ihnen machen, diesen Hauptpreis zu gewinnen. Ja, Kuvert Nummer 5. In einem dieser Kuverts, meine Damen und Herren, befindet sich eine Karte. Ah, nicht. Na gut, dann gehen wir auch diesen weg. Sie haben also eindeutig sich für die goldene Mitte entschieden, die Zahl 3, dieses Kuvert verklebt und versiegelt. Also, mach mal auf, Achtung, na, da wäre drin gewesen ein Gutschein für 3 Wochen Karibik-Kreuzfahrt für 2 Personen mit der MS Europa. Alles nur Trostpreise. Sie haben den Hauptpreis gewonnen. Man nehme ein Stück Seipaar, zerreiße es zu Seipaar-Spieß. Dann putzle man die Seipaar-Spieß zu einem Seipaar-Spieß-Kühl zusammen. Jetzt kommen wir mit dem Zauser, öffnen es, geben Zauser auf das Du-Seipaar-Kühl, nehmen nur das Du-Seipaar-Kühl. Aber vorher machen wir noch eine magische Bewegung. Sehr schön. Meine Damen und Herren, da sehen Sie, es gibt doch noch Unterschiede zwischen einem Zauberer und einem Zaubererlehrling. Dann mache ich es mit den Händen. Wenn Sie glauben, ich mache etwas, meine Damen und meine Herren, dann mache ich ganz bestimmt nichts. Die ungleichen Seile, das lange, das kurze und das mittlere Seil so zueinander, dass du jeweils das untere Ende nach oben nehmen kannst. Und dann hat er gesagt, streichst ein bisschen vom magischen Salz über das Ganze. Und wenn ich das richtig gemacht habe, dann ist das Wunder noch einmal geschehen. Und sie haben noch einmal 1, noch einmal 2 und 3 gleich lange Seile. Applaus bitte. Thank you.
Spannung steigt. Wir haben heute unser 35. Geburtstag zu feiern. Wer ist das? Der Verein zur Pflege und Förderung der Zauberkunst Niederösterreichs. Um den größten Nachfahren des berühmten Houdini, das war einer der berühmtesten Entfesselungskünstler in den 20er Jahren, hierher zu bringen, um die spektakuläre Illusion, die Entfesselung am brennenden Seil hier für Sie zeigen zu können. Nein, komm dran! Nein, aber ja! Da unbedingt, du kommst dran! Ich bin doch kein Sportler! Warte, wir fragen einmal deine Frau! Nehmt sie nur! Nehmt sie nur! Na, nichts bleibt mir über! Also, was soll das? Scheidung am Montag! Also, das geht ja nicht! Jetzt, sie lädt mich da ein, wie soll ich da auf? Das kann ich nicht machen, bitte! Ja, du brauchst nur Kopfüber da drauf hängen! Na, dann geht's, dann probier ich's! Dann hast du wieder Blutdruck in die Hirn! Dann hab ich nicht! Oh Gott, Michael! Das ist uns einer unserer jüngsten Mitglieder, Turnlehrer! Der muss jetzt diese Illusion versuchen! Ja, sofort in die Zwangsjacke, die hier vorbereitet ist! Michael Hörhahn, einer der jüngsten Mitglieder der magischen Zehn und ebenso wichtig für uns, in den Zwangsjacke, die rückwärts verschlossen wird und auch unten und oben bei den Händen. Wir werden dieses Seil entzünden. Einige Minuten hat der Prinz der Zeit, hoch oben die Entfesselung vorzunehmen, sich zu befreien und hoffentlich zu retten, bevor das Seil durchgebrannt ist und abstürzt. Stopp, ich bin Arzt. Ein letzter Check durch einen zufällig anwesenden Arzt. Das wird spannend, das wird aufregend. Herr Doktor, was haben Sie vor? Das wird teuer, mein Gott, bitte. Die Füße werden ebenfalls gefesselt. Herzschlag noch vorhanden. Ja, jetzt das Seil zu entfachen. Sie sehen, die Flamme wird herangeführt. Das Seil beginnt zu brennen. Michael, alles Gute. Bitte. Wird hochgezogen. Das Seil brennt. Sie brennt intensiv. Was macht er jetzt? Eine Hand kommt heraus. Sie ist innerhalb der Zwangsjacke frei. Er versucht, eine Schließe zu erreichen. Es brennt sehr stark. Michael, ein bisschen schneller würde ich dir raten, wenn du noch Glück haben willst. Die Zwangsjacke ist schon ziemlich frei.
Entschuldigen Sie, meine Herrschaft, ich möchte nicht lange stören. Ja, warte ein bisschen, warte. Zwei, ne? Ja, auf den Hochzeitstag auch. Ah, ja, danke sehr. Danke. Bitte. Also im Ganzen sicher 2-3 Millionen Worte. Und wir werden ein Wort suchen. Dazu brauche ich eine Assistentin, vielleicht die mir hilft, Gedanken übertragen und zu probieren. Eine mutige Dame, wer hilft mir? Folgendes, ein bisschen auf die Seite gehen, dass ich nicht reinsehe, das Buch behalten, dass ich nicht reinsehen kann, sonst heißt es, ich schwinge. Seite 156. Es wird schon seit morgen stehen. Stimmt das? Stimmt, tatsächlich. Jetzt ist schon egal, jetzt ist das Kunststück auch misslungen. Haben Sie die Uhr? Habe ich Ihnen die Uhr schon zurückgegeben? Bitte? Nein. Nein, das kann ich nicht sein. Das kann nicht sein. Die Rolle hat man wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man kommt auf ein Damenklo oder man kommt auf ein Herrenklo. Kommt man auf ein Herrenklo, geht es einem besser. Kommt man auf ein Damenklo, hat man wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man wird wie vorn verwendet oder man wird wie hinten. Spüren Sie die Münze, sagen Sie ja, Thomas. Ja. Also noch einmal, Hand in die Höhe, spüren Sie die Münze, sagen Sie ja, Thomas. Ja. Und die schenke ich Ihnen, danke. Ja, okay, kommen Sie bitte her, 10 Euro. Sind Sie ein Kremser? Achso, Grenzen hätten euch mehr hergeben können. Na okay, Ihre. Oh, ja, ja. 50 Euro oder 10 Euro? Ach, Sie haben aber auch einen 100er. Ja, okay, den Rest können Sie sich behalten. Ihre Unterschrift? Ja. Ja, Ottmar, halten Sie den Westen selber. Okay, dann halten Sie einfach mal hier oben fest und gehen mit der Hand. So, perfekt. Und hier, da, 100 Euro. Perfekt. Weil jeder Preis, muss ich sagen. Nämlich, meine Damen und Herren, ein großer Applaus. Er hat gewonnen eine Zitrone. Ein großer Applaus. Sprichst. Verstehst mich? Natürlich verstehe ich dich. Und Leute aus anderen Ländern auch. Heißt das, du sprichst auch Fremdsprachen? Si, si, Signore. Ja, gut. Ja, du kannst trinken. Jo. Was tun denn Sie hier? Na ja, das ist unser Publikum. Okay, du unterhältst die Leute und ich gehe. Wohin gehst du denn? Weiß ich nicht, bin noch nicht dort. Ich gehe zurück. Wohin gehst du denn? Zurück ins Reich der Fantasie. Du gehst zurück ins Reich der Fantasie? Ich weiß, du bist nur ein erdachter Affe, ein virtueller Schimpanse, aber du kannst mich nicht doch einfach im Stich lassen. Liebe Leute, lasst euch sagen, gerade hat die Uhr geschlagen. Bewahret Ruhe, Feuer, Licht, damit hierin kein Unglück schickt. Ein alter Spiegel für mich, für Sie. Wissen Sie, wofür dies einst diente? Um dem Zauberer die Möglichkeit zu bieten, zwei davon zu pflücken und auf zauberhafte Weise auf den Spiegel zu holen. Jetzt hatte er, was er brauchte, den Rosenspiegel. Zwei zarte Rosen seht an einem Stamm, geschaffen durch des Magiers Machtgebot. Die erste, rote, kündet frisches Leben an, die zweite, weiße, aber spielt den Tod. Applaus.